Hallo und herzlich willkommen zurück zur neuen Folge von Fable. Im letzten Part haben wir unsere Jugendjahre quasi hinter uns gelassen. Haben auch die Lehrjahre fertig gemacht. Heißt, wir können hier fortfahren mit der Hauptquest, den wir überall eine 1 geholt haben. Der Junge erlernte die Fertigkeiten schnell, aber immer gab es noch mehr zu lernen. Jahrelang war die Gilde sein Heim, seine Schule und sein Leben. Doch während der ganzen Zeit dachte er immer wieder an die Welt dort draußen. An das Leben, das er verlor, an die Familie, die ihm entrissen worden war. Schließlich blieb nur noch der letzte Tag der Prüfungen. Ein Erfolg wäre das Ende seiner Ausbildung. Er bekäme das Gildensiegel und wäre frei, sein eigenes Schicksal zu schmieden. Er würde ein Held sein. Bevor ihr den Abschluss macht, müsst ihr eine letzte Prüfung absolvieren. Geht in den Gildenwald und zum Baumstamm auf der Hügelkuppe. Dort wird euch die Prüfung enthüllt. Viel Glück. Okay, zusammen auf zur letzten Prüfung. Sind wir eigentlich jetzt nur mal eine Sache? Die Dämonentür meint sie, dass wir noch nicht gut genug sind. Beziehungsweise, dass ein dunkler Schatten über uns schwebt. Wir haben ja den Leuten hier geholfen. Zum Teil. Vielleicht hat das ja ausgereicht, damit die uns auch hier durchlösen würde. Und nur Licht offenbart ihn. Und nö, wir sind aber noch nicht hell genug. Okay. Na gut, dann gehen wir zur letzten Prüfung. Wir müssen wahrscheinlich sowieso noch mal hier hin, sobald wir 20 von diesen Schlüssel haben. Mal schauen, was die letzte Prüfung ist. Was danach erwartet. Du fragst dich, wie du die letzte Prüfung bestehen sollst, stimmt's? Ganz einfach. Du musst anwenden, was du im Training gelernt hast, und mich besiegen. Das Schwert als erstes. Triff mich, wenn du kannst. Okay. Komm schon! Nein, Moment. Ich brauche schon ein Schwert. Ich kann dich noch mal verteidigen. Sehr gut. Jetzt schießt mit dem Bogen auf mich. Geht nicht zu nah ran. Du bist schnell. Nicht schnell genug, um ihn richtig zu treffen. Nehme ich mal an. Ausgezeichnet. Und zu guter Letzt wirkt Blitz auf mich. Du wirst immer besser. Ah, ein guter. Das reicht. Ja, gar nicht übel für einen Neuling. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Doch du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Okay. Das war einfacher, als ich gedacht hatte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. Aber gut, dann holen wir uns das Gildensiegel.
ist der große Tag, Junge. Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt, und seht euch jetzt an. Mazes Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Lasst die Lehrlinge vortreten. Viele Jahre habt ihr hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden oder sie mit Furcht erfüllen. Dies sind böse Zeiten. Die Schatten von Albion wachen auf und seltsame Dinge geschehen. Eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Helden. Es wird Zeit, uns zu verlassen, Jüngchen. Aber ihr seid immer noch ein fester Teil der Gilde. Auf dem Kartentisch findet ihr Informationen zu allen Quests, die die Leute von Albion von Helden ausgeführt haben möchten. Kommt regelmäßig her, um all eure Erfahrung in neue Fertigkeiten umzuwandeln. Nur wenn ihr das regelmäßig tut, kommt ihr als Held voran. Tretet ins Licht, dann zeige ich euch, wie es geht. Okay. Ja, auch nochmal 600 Erfahrung. Es sollen hier. Okay, hier können wir unsere Erfahrung ausgeben. Körper, Gesundheit und Zähigkeit. Sowie auch noch andere Sachen. Hm. Also ich nehme mal an, dass. Ja, Gesundheit. Zähigkeit. Dann fangen wir einfach mal an. Körper war bestimmt, wie viel Kraft ihr eine Waffe schwingt und somit wie viel Schaden ihr anrichten könnt. Mit größerer Stärke kommt auch die Fähigkeit, schwer Waffen zu schwingen. Okay, das ist quasi unsere Angriffskraft. Gesundheit ist euch klar. Fähigkeit ist die grundlegende Widerstandskraft gegen Schaden. Und natürliche Rüstung. Je zäher ihr seid, desto weniger Schaden nehmt ihr. Okay. Dann haben wir hier noch Tempo. Tempo wirkt sich auf eure Beweglichkeit im Kampf aus. Bildet euch eine höhere. Das verleiht euch eine höhere Feuerrate mit Fernwaffen und sorgt für mehr Geschicklichkeit im Nahkampf. Zielgenauigkeit. Zielgenauigkeit definiert eure Genauigkeit im Fernkampf und demnach, wie viel Schaden ihr mit einer Fernwaffe anrichten könnt. Haben wir auch noch List. List macht euch geschickt und verleiht euch die Fähigkeit, mit Händlern und günstigere Preise und erhöhten Profit zu fälschen. Außerdem könnt ihr euch besser tarnen, sowie euch leichter an Menschen und Tieren anschleichen, ohne dass sie es bemerken. Auf höherer Stufe in der List erlangt sie auch Diebeskunst. Okay. Weiß nicht, ob wir die brauchen. Hier haben wir quasi Willenskraft, wo wir Zauber lernen können. Wenn ich es gerade richtig verstehe. Das ist halt sehr viel. Ich meine, zum Teil zumindest sehr viel. Ich weiß gar nicht, was die anderen zum Symbole machen, weil wir haben ja hier nur diesen komischen Körper als Erfahrungswert. Aber auf der rechten Seite sieht man ja auch noch so eine blaue Hand, wo wir schon mal zwei haben, eine rote Faust. Und
Ah, okay. Moment. Ich verstehe schon. Da ist unsere Körperkraft, da ist unser Geschick und da ist unsere Willenskraft. Okay. Und das Grüne ist halt die Erfahrung. Bei Willenskraft könnten wir zwar sehr viel holen, das kostet allerdings alles mehr, als wir gerade zur Verfügung haben. Dann müssen wir später schauen, ob wir so viel zusammenbekommen. Ich würde auf jeden Fall mal mit dem Klappbar anfangen, damit wir mehr Schaden machen. Ich glaube, der Rest nach und nach. Ich kann euch nicht mehr viel lehren, aber ich werde immer für euch da sein, solltet ihr Rat benötigen. Und mit Hilfe eures Gildensiegels können wir jederzeit miteinander sprechen. Ihr werdet merken, dass es blinkt, wenn ihr genug Erfahrung zum Ausgeben habt. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Das sollte für eine Weile genug sein. Und jetzt wartet eine ganze Welt auf Erkundung. Okay, da hatten wir das Gildentraining abgeschlossen. Jetzt kriegen wir auch den Apfelkuchen. So wie eine Lampe, ein paar Gesundheitstränke, ein Wildtrank, auch ein bisschen Geld. Die Erfahrung haben wir gerade ausgegeben. Und ich weiß noch immer nicht, was dieser goldene Kopf sein soll, aber ich glaube, das so auch irgendwie so ein Karma oder so. Nehme ich mal an. Interagiert mit dem Kartentisch, um die Quest anzunehmen. Das Gildensymbol. Markiert Kernstory-Quests. Sucht in der Gilde nach weiteren Quests. Natürlich. Und ich habe hier direkt den Gildenmeister, der noch irgendeine Quest für uns hat. Nehmt die Wespen-Quest-Karte vom Kartentisch. Oder uns einfach einen Tipp gibt. Wespengefahr. Questübersicht. Werde die Plage auf der Picknick. Auf dem Picknickplatz. Okay. Relativ viel Geld belohnt. Und hier steht's Bekanntheit. Das ist die Bekanntheit, die wir kriegen. Wir haben hier auch noch andere Quests, theoretisch. Allerdings sind die alle nicht hier in der Nähe. Und immer nehmen wir die Wespenknapp-Quest. Ich glaube, ich kann die auch einfach so annehmen, oder? Nee, kann ich nicht mal annehmen. Komisch. Oder habe ich jetzt noch mal Erfahrung gekriegt? Ja, ich habe noch. Nee, ich habe keine Erfahrung gekriegt. Ich habe mich drauf geschaut gehabt. Okay. Das heißt, wir haben unsere Ausbildung abgeschlossen und gehen endlich unseren Heldentaten nach. Vergesst nicht, wenn ihr den goldenen Markierungen auf eurer Karte folgt, gelangt ihr zu eurem Questziel. Wespen greifen den Picknickplatz an. Folgt mir! Folgt mir! Ja, wir kommen ja schon. Schnell! Wie ist der Rattenkadaver? Hey, hier drüben! Oh, ein König! Naja, ich komm ja schon. Ah, ah, Wespen! Wespen! Schnell! Hier ist nicht Charaktere bitte, aus dem. Ich muss meine Freunde retten! Dorf, die alle gestorben sind? Okay, Ziel tötet die Wespen. Okay. Das war jetzt nichts. Danke für die Rettung. Ich werde allen von euch erzählen. Ja, will ich auch hoffen. Ihr habt mein Leben gerettet. Recht herzlichen Dank.
Ja, das habe ich mir fast gedacht. Auch nur wenn ich treffe. Ja, sonst wenn ich einfach Glück. Mein Kopf hat das Spiel wieder mal ein Tickchen laut vor. Es sind neue Wespen geschlüpft. Aber euren Waffen haben sie nichts entgegenzusetzen. Ja, die Willensenergie ist auf niedrigem Stand. Passt auf. Greift die Wespenkönigin erneut an. Denkt dran, ihr könnt auch eure Willenskraft gegen sie einsetzen. Ja, das ist mir bewusst. Schwert macht trotzdem mehr Schaden. Ja, das ist so ein Karten. Und eigentlich müsst ihr euch ja noch einsammeln. Wespenkopf als Belohnung. Beziehungsweise den Kopf der Königin. Und dadurch, dass wir Leute hier zusammen kriegen, wir auch noch mal ein bisschen mehr Bekanntheit dazu. Wenn ihr hier schön aufgeschlüsselt sieht. Ist halt bekannter geworden. Je höher eure Bekanntheitsstufe ist, desto mehr wird man eure Anwesenheit anerkennen. Feiern oder gar fürchten. Eure Bekanntheit noch weiter zu erhöhen, führt Quests durch, zeigt eure Questquellen herum und vollbringt so viele Heldentaten wie möglich. Jede Zugewendung zur Bekanntheit wird unten am Bildschirmrahmen mit dem Bekanntheitssymbol angezeigt. Ihr habt eine neue Questkarte bekommen. Ihr seid also Hühner. Und nochmals, hallo. Okay, wir haben scheinbar genügend Erfahrung, um uns aufzuleveln, nehme ich mal an. Das wird mir gerade die Situation nicht angezeigt worden. Ja, ich bin. Das nehme ich mal mit. Kann ja vielleicht noch gebrauchen, um uns zu heilen. Mit dem Tisch können wir auch noch interagieren. Die Sonne wurde im Andenken an Jacks berühmtesten Sieg in der Schlacht der Blutigen Ernte errichtet. Wer ist Jack? Muss ja scheinbar irgendein bekannter Held oder so sein. Ja. Gehen wir zurück zum Aussichtspunkt. Mace sucht nach euch. Er erwartet euch in der Bowerstone-Taverne. Zum Glück, dass mir das auf die Karte angezeigt wird, wo wir hin müssen. Ein Krieger? Was habt ihr gemacht? Eure Feinde zu Tode gestunken? Was haben die hier für ein Problem? Sieh dir die Vogelscheuche an! Er denkt wirklich, die Leute geben ihm Gold! Also wenn ihr wollt, sage ich euch was, das ihn echt tierisch ärgert. Ja, aber wir kennen den Typen nicht mal. Wieso sollen wir ihn ärgern? Ich war mal ein Abenteurer, genau wie ihr. Und nun seht mich an. Ich bettle, um zu überleben und werde ständig von dem Gör belästigt. Wir könnten dem Bettler auch helfen, den Rüppel loszuwerden. Ich glaube, das ist so eine Karma-Entscheidung. Ich habe trotzdem auf den rechten Pferd. Ihr müsst ihn irgendwie loswerden. Jedes Mittel ist recht. Benutzt euren Kopf.
Mit dem Steuerkreuz, um auf nützliche Ausdrucksmittel zuzugreifen. Hua, nicht zu mir, geht zu dem alten... Seht euch doch mal an, ihr riecht wie verweste Rattenkadaver. Ah, du bist so schlimm wie dieser Bettler, ich verschwinde. Das ist ja absolut urkomisch. Ihr verdient meinen Dank, oh Held. Ihr findet bestimmt viele Freunde auf euren Reisen. Vielleicht sehen wir uns mal wieder. Ja, vielleicht tun wir das. Oder auch nicht. Wer weiß. Ah, gut. Wir müssen ja zur Taverne. Weil nachdem wir quasi unser ganzes Leben jetzt in der Gilde verbracht haben, ist mal rauszukommen, irgendwas Neues. Stimmt's? Es gibt hier ein paar Regeln, die ihr kennen solltet. Bowerstone ist ein friedlicher Ort. Ich muss eure Waffen vorläufig konfiszieren. Hier gibt es Läden, Gasthöfe, jede Menge Leute, Spiele, alles Mögliche. Warum macht ihr nicht als erstes einen Abstecher in die Taverne? Es ist das Gebäude da vor euch, gleich die Straße hinauf. Oh, und haltet nach Lady Grey Ausschau. Behandelt sie mit Respekt. Sie ist unsere Bürgermeisterin. Seht euch einfach um und genießt euren Aufenthalt in Bowerstone. Und keine Gesetze brechen. Ja, natürlich. Ihr seid ja wohl als Hühnerschreck bekannt. Okay. Heißt, wir werden direkt in die Taverne geschickt. Ich sehe auch Mace da vorne. Ich möchte mich zuerst mal hier schauen. Sind das Läden? Hat das doch von irgendwelchen Läden erzählt. Was ist das hier eigentlich? Gullistor. Bieten eine schnelle Möglichkeit, sich Albion zu reisen. Wenn ihr eine Region mit einem Gullistor besucht habt, könnt ihr jederzeit wieder dorthin teleportieren. Und durch Teleportieren dreht ihr entweder in den Gullistor oder haltet Feuerkreuz in Richtung des Gildensiegels, des Gildensiegelsymbols gedrückt. Okay. Ja, da können wir nur in die Heldengilde reisen. Und immer zahlt sich das nicht aus. Ich glaube, hier ist der Schmied. Schauen wir es. Der irgendwas Interessantes hat. Rein zufällig. Was ist das denn? Das sind unsere Sachen, oder nicht? Nee, ist das, was er hat. Ich glaube nicht, dass er irgendwas hat, was besser ist als das, was wir jetzt gerade mitführen. Beziehungsweise hat schon Sachen, die besser sind. Allerdings bräuchten wir dafür auch die nötige Körperbaustufe. Der Rest ist zu teuer. Sonst hat er eh nichts. Obwohl, ich könnte ihm das Eisenschwert kaufen, das normale. Und den Bogen. Nachdem wir da sowieso die besseren Sachen quasi von der Gilde bekommen haben. Ihr habt das Zeug zu einem Helden. Was bedeutet eigentlich Hühnerschwert?
Okay, jetzt haben wir ein Papier, beziehungsweise ein Haarschneider. Dann hier oben heißt es eine Person, die vielleicht einen Aufgabe für uns hat. Theoretisch. Ist hier dran. Nochmals hallo. Ja, ist der Lehrer. Was? Oh, hallo. Vergebt mir. Mein Name ist Gaut. Ich bin der Direktor dieser Schule hier. Allerdings macht die Schule derzeit nicht viel her, so wie Lady Grey ständig unsere Gelder streicht. Sie hat die halbe Bibliothek verkauft. Als ob Willen wichtiger wären als Unterricht für unsere Kinder. Aber egal. Wenn ihr uns geeignete Bücher stiften könnt, die ihr auf euren Reisen findet, tätet ihr uns einen großen Gefallen. Hallo. Okay. Was ist denn so? Hast du denn Bücher finden können, die zur Schule bringen? Meine Bücher werden mir bisher noch nicht aufgefallen. Es gibt sehr viele Feste, die ich theoretisch zerschlagen könnte, aber nicht unbedingt zerschlagen möchte. Nachdem es das schlechteste Kammer gibt. Und hier in der Taverne ist auch nur eine Person, die einen Schwertkämpfer vielleicht einen Auftrag hat. Ihr seht aus, als könntet ihr ein paar Extramuskeln vertragen. Einen besseren als mich findet ihr nicht. Okay, den können wir anheuern. Brauchen wir gar nicht. Wie ihr meint. Ihr wisst, wo ich bin. Solltet ihr euch besinnen. Und hier ist ein Kartentisch, beziehungsweise ein Spieltisch, wo wir ein Kartenpaar spielen können. Ich möchte wohl die Anleitung wissen. Um ein Paar zu gewinnen, müsst ihr alle Kartenpaare innerhalb des Zeitlimits zusammenbekommen. Zunächst liegen alle Karten verdeckt. Zeigt mit dem Cursor auf eine Karte und drückt die A-Taste, um sie umzudrehen. Nachdem auf diese Weise zwei Karten umgedreht worden sind, bleiben sie offen liegen, wenn es sich um ein Paar handelt. Sonst werden sie wieder umgedreht. Okay, als quasi Memory. Möchte ich da mein ganzes Geld direkt verzocken? Eigentlich nicht. Spielpaare! Ich will ein Bier! Na gut. Allerdings, bevor wir jetzt hier weitermachen, werde ich den Partner der Stelle auch schon beenden. Ich danke euch fürs Zusehen. Lasst eine Bewertung da, was euch gefallen hat. Wenn nicht, das sollt, könnt ihr euch gerne ein Abo da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Folge von Fable wieder. Ciao.